Servus Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Stellaris. Wir haben das letzte Mal festgestellt, dass das hier ziemliche Arschlöcher sind und wir die deswegen zerstören werden und auch keinen einzigen am Leben lassen. Hey, bist du komplett behindert? So, ich wollte hier unten mal kurz gucken, ob ich hier Construction irgendwo complete. eine Kolonie bilden kann. Research complete. Hier kann ich eine machen. Heißt, dann gehe ich hier runter mit. Okay, hier oben. Hier weiß ich es nicht. Ja, neuer Kanzler passt. Da ist Bewohnbarkeit 80%. Okay. Dann weiß ich schon, in welche Richtung ich gehen werde. Hyperschilde. Klingt doch gut. Und zwar werde ich mein Forschungsschiff jetzt erstmal hier in das System hier, glaube ich, schicken, war das, oder? Ja. Und das System erkunden. Und dann werde ich mal gucken, ob ich hier das dann machen kann, damit ich die hier alle habe. Sodass ich hier am Ende hier so den ganzen Ballen hier habe. Den ganzen Ballen von Sternen hier habe. Gegen die Apathie habe ich ja nichts. Also im Grunde schon, weil die ja hier das weggenommen haben, direkt vor meiner Schnauze. Aber also solange die hier das hier freilassen, freihalten, kann ich ihnen noch verzeihen. Weil das ist halt ein riesiger Haufen Sterne. Und hier ist auch 80%. Research complete. Encounter. Situation log updated. Neue. Nochmal. Ich habe gedacht, irgendwann haben wir genug. Flottenakademie. So, mal gucken. Spezial Sigma Aliens und Tau Aliens. Das ist halt ein kleiner Planet, also recht klein. Es ist groß genug, aber schon recht klein. Aber hier habe ich ja jetzt schon. Und die Grenze müsste sich auch bald ausweiten. Und die haben einen Planet. Ist ja süß. Ah ne, das ist der hier, oder? Ja. Special project complete. Ja, wahrscheinlich. Ja, Situation wow. Log updated. Special project complete. Ich vertrete das Combined Yazian States und man hat mich ermächtigt, euch Grüße zu übermitteln. Solange ihr euch aus unseren Angelegenheiten heraushaltet und unseren großartigen Anführer verehrt, weshalb sich unsere Beziehung ver... Okay. Ich sende System Grüße. Complete. Wenn ihr mich nicht komplett abfuckt, dann muss ich euch auch nicht aus... Rotten. Ja, wenn ihr mich anpinkelt, dann pinkel ich zurück. Oh, da gibt's richtig viel abzugraden. Special project complete. Die Weltraumwolken gehören, soweit die elektronischen Forscher das sagen können, zu den ältesten Wesen des Universums. Sie scheinen sich nur wenige Milliarden Jahre gebildet zu haben, nachdem Materie, wie wir sie kennen, entstanden ist. Aus den gewaltigen Kräften des jungen Kosmos, der sie aus dem Nichts schuf. Sie hätten einst Sterne werden sollen, aber dazu kam es nicht. Hä? Da fehlt ein Verb. Ach egal. Die Erklärung ihrer scheinbar tierischen Intelligenz ist noch schwieriger, aber die Antwort darauf könnte in den abnormal starken elektromagnetischen Feldern liegen, von denen sie zusammengehalten werden. Ein weiteres Produkt ihrer uranfänglichen Natur. Ich kann nicht lesen, sorry. Es ist nicht undenkbar, dass die Zirkulation ihres merkwürdigen Sternenstaubs
und ihre Gravitationsfelder sich innerhalb eines ausreichend großen Zeitraums zu so etwas wie Nervenbahnen angeordnet haben. Darüber hinaus scheinen die Wolken über mehrere Lichtjahre hinweg Impulse auszutauschen oder gar richtig zu kommunizieren. Vermutlich spielt bei diesem Phänomen die Quantenverwebung wohl eine Rolle. Kotz. Hier wollte ich einen Ich wollte den fucking Ingenieurlabor bauen. Nein. Abbrechen. Ja. Ich wollte ein Ingenieurlabor bauen. Der Physiklabor habe ich hier genügend. Und Physikforschung ist eh die stärkste von meinen ganzen Forschungen. Mein Ingenieurlabor ist das schlechteste, fällt mir gerade auf. Also ich meine, an sich meine Ingenieurforschung. Aha, okay. Da gibt es irgendwo Beef. Dann nehme ich halt einfach ein ganz normales Kraftwerk. Construction complete. Und hier eine Mineralveredelungsanlage. Research complete. Roboterarmee, weil wir jetzt bald Krieg führen wollen. Was mir aber gerade auffällt, ich habe noch 8 Minuten Zeit jetzt in der Folge. Und ich muss hier noch einiges vorbereiten für den Krieg. Ich hole mir jetzt, denke ich, einen Klontank. Habe ich genügend Essen? Habe ich 9 Essen übrig? Ja, ich habe deutlich mehr Essen, als ich brauche. Also hole ich mir hier einen Klontank. Genau wie hier irgendwo. Wird es doch wohl was geben? Hier, ja, brauche ich nicht. Ich spreche für Firmenchef, bla bla bla. Eure fremde Lebensart ist uns unangenehm, aber vielleicht können wir trotzdem eingeschränkten Handel treiben. Vorausgesetzt, eure unterlegene Zivilisation kann irgendetwas von Wert produzieren. Die wollen mir echt ans Bein pinkeln. Also was seid ihr die hier, oder? Ebenbürtig. Was hat denn uns jetzt... Hätte ich mal hingeguckt, was uns gerade kontaktiert hat, dann... Gibt's... Oh, die beide sind uns überlegen. Oh. Von was allem überlegen? Ja, die sind uns ebenbürtig in allem. Aber ich glaube, ich werde die ja Party, weil die sind ja ungefähr mit mir gleich. Die ersten, die ich gekannt habe, die sind ja ebenbürtig. Ihr Huren. Ja, Rivalen ist nicht so schlimm. Ja, es leckt jetzt eigentlich schon ein bisschen. Und jetzt geht's halt schon ein bisschen mehr ab. Also, ich entschuldige mich dafür, falls es leckt. Gib mir die Klonarmee. Was ist der... Die baue ich doch gerade. Was? Dauert so lange. Ja gut, wenn man... Also ich mache mal wieder auf sehr schnell. So, ich werde jetzt... Warte mal, haben die irgendwelche... Verbündeten?
Construction complete. Vielleicht hätte ich ihn nicht beleidigen sollen. Hä? Vorne ist doch noch irgendwie misstrauisch oder so. Ich frage jetzt, von wem sind die denn? Denn weil das Problem ist, wenn die jetzt, wenn die in Japati ist, Sam. Ach, ihr Misses. Ey, wollt ihr mich verarschen? Jetzt haben die zwei so, jetzt gehören die sozusagen zusammen. Ja, dann will ich aber wenigstens ein bisschen mit euch handeln. Schon wieder jemand gestorben. Atem, lol, der war 115 Jahre alt. Ja gut, dann... Das Problem ist, das ist ja Party, das sind ja, die sind ja ebenbürtig mit uns. Das kann, lässt sich auch ändern, aber das will ich eigentlich gerade nicht. Obwohl, erstmal noch eine 3000 Flotte draufsetzen. Research complete. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen besser Kondensatorfeld. Incoming Transmission. Incoming Transmission. Sternkarten passt. Sternkarte passt. Sternkarten passt. Ich bin voll der Handelspartner hier. Eigentlich gibt's... Die sind lächerlich für uns. Aber ich würde eigentlich gerne mit dem Japati Assembly so lange handeln, bis ich Grenzzugang mit zu denen bekomme. Militärzugang bekomme ich sicherlich nicht. Research complete. Junge, warum denn kein Forschungsabkommen? Ich hole mir jetzt einfach 10 davon und ich gebe ihnen vielleicht 17 oder so von meinen Mineralien, weil Mineralien habe ich nicht genug. Dein Ernst? Ihr wollt gar keine Mineralien? Ja, toll. Immerhin 2, komm. Damit ich wenigstens noch alles rausholen kann aus dem Ganzen. Aber ich muss euch leider enttäuschen, wir machen in dem Part noch keinen Krieg. Einfach weil ich noch nicht, also weil ich einfach soweit bin sozusagen. Weil ich einfach noch nicht so keine gescheite Armee habe und alles, und vor allem das Japati Assembly kriege ich selbst mit einer 9000er Flotte im Moment nicht tot. Oder guck mal. Ebenbürtig immer noch. Und ich habe jetzt eine 7500er Flotte. Ach, ihre Flottenkapazität ist unterlegen, aber ich habe meine Flottenkapazität ja weit nicht ausgereizt. Die ist ebenbürtig, die Technologie, aber die Flottenstärke ist im Vergleich zu unserer ebenbürtig. Wait, ich habe meinen Erlass ja hier überhaupt nicht zurückgenommen. Ah. Junge, die haben alle so Rivalitäten. Bin hier voll friedlich und alles. Noch.
Construction complete. Das kann sich ganz schnell ändern, wenn die mich nerven. Habe ich hier noch gar nichts erforscht? Research complete. Tatsache. Hallo? Ja. Research complete. Gibt mir irgendwas Militärisches? Nein. Bald habe ich einen Quantendestabilisator, der mir zwar im Moment nichts bringt, aber ich habe eine 9000er Flotte. Ist immer noch eben. Was? Zur Hölle? Wie stark sind wir eigentlich von der. Wir haben 75. Wir haben 6 Reichskolonien, die haben. Zumindest, ich will nicht, dass die dann zu groß werden. Die haben 3. Die haben an sich nur 3 Kolonien. Oh, mein Kolonieschiff zieht einiges an Strom. Stefan schreibt gerade. Okay, aber mit dem beende ich jetzt erstmal die Folge. Und überleg mir bis nächstes Mal, ob es jetzt schon klug ist, Krieg zu machen. System Survey complete. Ich mache ja noch 2 Verbesserungen. Ich habe jetzt eine 9000er Flotte. Immer noch ebenbürtig. Wie viel stärker muss ich denn als die sein? Oder sind die eigentlich so viel stärker als ich? Okay, Leute, also nächste Folge einschalten, wenn ihr erfahren wollt, ob ich Krieg mache oder nicht. Ich will natürlich, aber ich kann es mir nicht erlauben, das dann irgendwie zu verlieren, weil ich meine, das ist ein Let's Play-Projekt. Das wäre echt nicht so genial, wenn das verschütt geht. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Gebt ein Like. Ich mache jetzt noch bis es speichert. Und ciao.